Ein erhobener Finger. Ein drapierter Stoff. Eine Hand, die sich hebt. Ein Bein, das kein Bein ist, sondern ein Arm. Ein verworrenes Ballett. Riesiger Körper. Die Bewegung all ihrer Gliedmaßen. Das ist zweifellos die Tochter eines Malers. Ich möchte Sie warnen. Ein solches Verhalten gefährdet Ihre künftigen Aufträge für die Kirche. Bring den Vorhang für Artemisia an. Wenn man mich ständig daran hindert, nackte Männer zu malen, dann werde ich nie Fortschritte machen. Willst du mich zeichnen? Ja. Die haben Sie wohl nicht gezeigt in der Akademie. Nur eine Vermutung. Sie übertrifft alle anderen in meinem Atelier. Wir haben keinen Platz für Mädchen in der Akademie. Mich interessiert, wen Sie als Modell hatten für diese Aktstudien. Würden Sie für mich posieren? Versprich mir, dass du meine Tochter nicht berührt hast. Gib mir dein Wort! Du hast dich verführen lassen von diesem Mann. Und ich habe euch beiden vertraut. Ich liebe ihn. Und er liebt mich. Er hat dich vergewaltigt. Das sind mindestens 20 Zeichnungen von Artemisia, die alle eins zeigen, das männliche Geschlecht. Wenden Sie Ihre Augen ab, meine Damen. Wahrscheinlich sind das Erinnerungen an 20 verschiedene Liebhaber. Nicht mal, was Farbe ist, weiß er. Aber für wen arbeiten wir, Artemisia? Ich male für mich. Und ich für die, die sich Gemälde leisten können. Nicht nur das künstlerische Talent spielt eine Rolle. Wenn ich das alles auslöschen könnte. Du bist jetzt ein Teil von mir. Und das kann man nicht einfach auslöschen.